Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Wir sind am Ende unseres Kriegs gegen Sim. Also gegen Sim führen wir auf jeden Fall keinen Krieg mehr. So. Wir sind ein bisschen politisch isoliert. Also diese ganzen Staaten mögen mich zwar, außer Deneb. Aber ein wenig isoliert sind wir dennoch. Ja, das ist ärgerlich. Und wir haben von Sim nicht das gekriegt, was wir gerne hätten, nämlich dieses Gebiet hier unten. Das hat Haxako sich eingesackt. Diese Säcke. Patagon hat da auch was erobert von Sim. Also Sim wird es bald nicht mehr geben. Was ein bisschen ärgerlich ist. Ah, in Wodan haben wir auch eine Botschaft und einen Pakt. Gut, das heißt, wir können in Wodan eigentlich auch kaufen und prospektieren. Aber wir sind zu spät. Wodan ist schon voll verkauft. Alles. Ärgerlich. Ärgerlich. Ach so, wobei das Feld haben wir, glaube ich, gekauft. Obwohl das gehört zu Hurschen. Das Feld kaufen wir auch gerade. Ah, und da die zwei Felder haben wir auch gekauft und bauen wir gerade aus. Das auch. Sehr gut. Naja, gut. Es gibt Schlimmeres. Also wir haben sicher nicht die besten, den besten Zug gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe, glaube ich, einigen Blödsinn da gemacht, was das betrifft. Wir hätten schon viel früher unseren Prospektor da drüber schicken können, um zu schauen, ob irgendwelches Erz zu finden ist hier. Aber gut, das sind Fehler, die macht man halt, wenn man das Spiel nicht wirklich kennt. Na gut, machen wir hier weiter. Wir haben ein wenig Kapazität wieder. Wir haben so wie immer zu wenig Eisen. Aber mit dem Gebiet, das wir erobert haben, haben wir die Möglichkeit, unsere Eisenproduktion endlich etwas zu erhöhen. Das wird sehr wi wichtig. Strengthen the Navy. Na gut, das werden wir vielleicht dann schauen. So, mehr als 4 kann man nicht kaufen, weil wir irgendwie zu wenig bauen, weil wir irgendwie zu wenig Dings haben. Wir bauen gerade Waffen für Schiffe und ähnliches. Da sind wir auch voll. Kapazität 16. Naja, da können wir auch mehr produzieren eigentlich. Wenn wir mehr Transportkapazität hätten, dann nicht mehr. Aber da haben wir auch nicht mehr Wolle und so Zeug. Also so gesehen, da könnten wir rein theoretisch 8 bauen, wenn wir genügend Stoffe hätten. Dazu bräuchten wir da eine höhere Kapazität. Wie viel kostet das? Wow, das ist teuer. Aber wir könnten es uns leisten. Machen wir doch glatt. Dann werden wir beim Kaufen schauen, dass wir vielleicht Wolle irgendwo herkriegen. Ja, außerdem wollten wir da möglichst viel ausbauen. Ja, sehr gut. Ah, und die zwei. Warte mal. Oder ein weniger und bauen wir da vielleicht einen Meister wieder aus, dass wir die unsere Arbeitskräfte etwas verbessern, unsere Arbeitskraft etwas verbessern. 11,55 haben wir da genug. 13,76, das heißt, rein theoretisch könnten wir sogar noch mehr.
Zeug herbringen. Anderes Zeug. Gut. Dieser Ingenieur ist eigentlich nicht mehr wirklich notwendig. Wir könnten ihn auflösen. Ja, wir haben eh einen zweiten Ingenieur. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man die auflöst, dann bekommt man. Oder wir könnten vorspawnen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Haben wir ein Vor bei uns in der Hauptstadt? Das wäre natürlich wichtig. Ja, da haben wir ein Vor. Ich überlege gerade, ob die anderen Städte wichtig sind, dass wir Forts hinbauen. Ich glaube eigentlich eher nicht. Schwer zum sagen jetzt. Na gut, weiß ich nicht, schwer. Wir werden ihn auflösen. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen werden. Disband Civilian. Your Excellency, we may disband this unit and send the workers back to the city, but we will not recover the costs of creating it. Okay. Das ist nur ein bisschen Papier, was da verloren gegangen ist. So, na dann bauen wir da weiter gleich aus. Und du, mein Freund und Zwetschgenröster, wirst da runtergehen und diese Wolle ausbauen. Außerdem, wir haben da Wollfelder in Hurschen gekauft. So, ihr werdet jetzt alle hier stehen bleiben. Odostan ist fast schon gut ausgerüstet. So, jetzt ist er da. Das heißt, wir könnten rein theoretisch noch einen zweiten ausbauen. Das machen wir doch glatt. Und noch eine Transportkapazität erhöhen. Sehr gut. 1165 brauchen wir jetzt. Wir transportieren 1376. Das ist perfekt. Das heißt, wir transportieren so viel zu viel derzeit in die Hauptstadt, dass wir genau eine, also zwei Dosen, Nahrungsmitteldosen herstellen können. Gut, haben wir da irgendwas? Also ich würde wirklich gerne ein Bündnis noch kriegen. Mit Deneb zum Beispiel. Das wäre echt wichtig. Komm schon, Deneb, sei lieb. Wenn wir das oft genug fragen, ob sie das dann machen. Kann es sein, dass es daran liegt, mit wem wir zusammen sind und mit wem Deneb zusammen ist? Ja, Deneb ist auch mit Hurschen und Wodan zusammen. Kann sein, dass sie deswegen nicht unbedingt mit uns Freund sein wollen. Puh. Die mögen Hurschen und Wodan auch gern. Ärgerlich. Na gut, na gut. Achso, warte mal, was verkaufen wir? 531. Wir haben 20 Schiffe. Ich brauche mal kein Holz. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir Stahl auch. Was soll's? Ah, wobei, wir haben 8 Stahl über. Nein, wir kaufen keinen Stahl. Okay, nächste Runde. Hurschen bietet uns 5 Cotton an. Das ist ja cool. Das akzeptieren wir. Oh, wie viel können wir transportieren? 17 passt. Kessel 4, das auch. Modern 3, das auch. Ja, bietet uns irgendjemand Eisen an? Nein. Weil für Wodan sind wir erst die Nummer 2. Verdammt. Hurschen, Dage. Okay, wir können die Sachen von Hurschen nehmen.
Wahnwitz. Und wir machen Overseas Profits. Wir kaufen also die Wolle von den Feldern, die wir selbst gekauft haben. Das heißt, wir machen mit dem, dass wir Sachen gekauft haben, Gewinn. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, da gibt es sogar noch eine zweite Seite. Schauen, wir haben insgesamt nur 426 plus gemacht. So viel eingekauft haben wir jetzt. Aber wir haben so viel Geld noch. Ja, denen merke ich ja, die ernst mit uns. Ich hasse euch. So, da haben wir nichts gefunden. Du gehst jetzt nach Urschen und suchst dort Sachen. Gibt es da noch Sachen, die wir kaufen können? Das haben wir schon alles gekauft. Schaut nicht so aus. Oh, da können wir noch Wald kaufen. Was, den kaufen wir doch glatt. Wir kaufen alles, was uns zwischen die Finger kommt. Über kurz oder lang wird das auf jeden Fall, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, Eisen. Ah, warte mal, du hast da jetzt nicht wirklich mehr was zu tun. Das heißt, warte mal, vielleicht da unten noch. Stimmt, Wawona ist ja noch gar nicht verbunden mit unserem Netz. Da brauchen wir noch ein Lager hier. Das werden wir dann als nächstes bauen. Ja, verteidigt sie ihr mal. Gut. Ha. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Yes, das ist sehr gut. So, Your Excellency, the great power of Haxako has a steel mill industry. That's bla 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 bla. Ja, okay. Nächstes Mal können wir auf jeden Fall zwei mehr produzieren, zwei Stahl mehr produzieren. Sehr, sehr gut. Wir können auch weit mehr davon produzieren. Brauchen wir überhaupt so viel, um da mehr zu produzieren? Warte mal, wenn wir da 8 haben, brauchen wir insgesamt 16 Stoffe. Drei Stoffe kriegen wir von unseren Städten. Das heißt, wir brauchen 13 Stoffe. Das heißt, wir brauchen da auf 13, dann können wir voll produzieren. Ja, da können wir auch eins rauf. Da sind wir eh schon voll. Dann gehen wir vielleicht da. Na, das lassen wir noch. Da produzieren wir noch zweimal Transportkapazität. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann stellt sich die Frage, ob wir wieder ein paar Leute rekrutieren sollten. Weil wir haben weit mehr Ressourcen, als wir abbauen können insgesamt. Auf jeden Fall. Und wir sind da jetzt voll. Also mehr Leute macht schon Sinn. So, jetzt brauchen wir 12, 6, 6 mit denen. Gut, das heißt, wir müssen dann die Produktion da wieder, wir müssen dann da wieder mal ein bisschen mehr transportieren wahrscheinlich. Irgendwann einmal. Gut, vielleicht werden wir da ein bisschen zurückgehen, was das Kaufen betrifft. Wobei, die können wir recht leicht kaufen und sie sind recht günstig. Vielleicht sollten wir beim Transport gar nicht da mehr transportieren, sondern mehr vom Holz. Davon können wir ja eh kaufen. Die verkaufen uns ja eh Wolle.
Ich glaube auch. Also, Herrschaften, die Wolle ist relativ günstig. Vor allem meine zwei Verbündeten, oder drei Verbündeten sogar, verkaufen alle Wolle. Sie verkaufen aber kein Holz oder nur sehr wenig Holz. Und auch kein Eisen. Wir haben aber jetzt Holz im Land eigentlich eh genug. Wir werden also mehr Holz selbst transportieren und Wolle einfach kaufen auf dem Weltmarkt. Ja. Na okay. Dann machen wir Endturn. Und sage ich es nicht, die verkaufen urviel Wolle. Hurschen und Wodan bietet sowieso uns die Wolle an. Noch einmal Hurschen. Die haben wir. Okay. Nehmen wir 5, ist ja wurscht. Oh, Kessel bietet uns auch welches an. Dann nehmen wir nur 1. Oder nehmen wir 3. Wurscht, nehmen wir auch nur noch 1. So, Wadun hat irgendein Trading abgestellt in Sim. Wir brauchen definitiv eine stärkere Flotte. Wenn die uns den Krieg erklären, ist es Schluss mit uns. Na bitte. 4400 Gewinn. Nicht schlecht, dann Hurschen verkaufen wir. Sehr gut, also die drei, Wodan, Kessel und Hurschen, sind zumindest halbwegs brauchbar. Merchants sunk in Peabody Sea. Bears no long in style. Auch nicht schlecht. People growing taller. So, leider finden wir da nichts. Das heißt, dieses Gebiet ist da ziemliche Katastrophe. So, das haben wir verbunden. Jetzt könnten wir hier, beziehungsweise könnten natürlich warten, ob wir hier irgendwo Öl finden dann, weil sobald es Öl gibt, wenn wir sagen lassen, kann man auch Öl finden. Und zwar in Wüsten und in Sümpfen. Und wenn zum Beispiel da Öl wäre, dann könnte man da das Depot bauen. Und dann wäre die Stadt auch angeschlossen. Aber derzeit schließen wir, wenn wir da was herbauen, genau nichts an. Da gibt es einfach nichts rund um die Stadt. Wobei, wenn wir da bauen, bauen wir gar kein Depot bauen. Da bauen wir dann, glaube ich, auch einen Hafen gleich. Mist, das war ein Fehler. Na gut, gehen wir zurück auf unser Festland. Denn Lopez ist verbunden. Ansa ist verbunden. Ulrika ist noch nicht verbunden. Das ist aber auch so eine Sache. Will ich das überhaupt verbinden? Wenn ich da ein Lager hinbaue oder da ein Depot herbaue, heißt das ja nicht, dass ich da irgendwas kriege. Das ist ärgerlich. Diese Gebiete werden dadurch nicht entwickelt. Das wird bereits entwickelt, das auch. Das ist die Hauptstadt, das auch. Das noch nicht. Aber da haben wir ja gesagt, das machen wir dann. Gut, dann machen wir das da. Müssen wir warten, bis der da fertig ist. Ich hätte ihn doch da unten anfangen lassen sollen. So, wieder ein wenig mehr Transportkapazität. So, schauen wir mal. Als erstes, wenn wir mal die zwei ausbilden zu Amateuren. Dann. Wir dann noch einmal welche. Noch mehr Holz. Das ist jetzt voll. Vielleicht sollten wir das jetzt auch ausbauen langsam wieder. Wartet mal. Da produziere ich jetzt 14 von denen. Das heißt, ich kann 7 Stühle damit machen.
Ah ja. Ja, gute Frage. Wohnzimmer 13, das ist gut. Da 6, das ist nicht so gut. So 6. Ach so, haha, wir haben keine Arbeitskräfte mehr. Gut, wir sollten mehr Arbeitskräfte machen. Ah, jetzt haben wir endlich das Eisen und wir haben keine Arbeitskräfte. Na gut, das heißt, wir werden da definitiv noch Arbeitskräfte herholen. 1476. 1476. Das heißt, da werden wir eins raufgehen. Dann sind wir da genau rechts. Und dann haben wir noch eine Arbeitskraft. Also noch ein Transportding, was wir machen können. Was transportieren wir da vielleicht mehr? Wolle. Wolle. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Wir produzieren ja offensichtlich fünf Bretter. So viele Bretter müssen wir dann ja gar nicht produzieren. Ja, okay, gut. Das bedeutet, wir werden das ausbauen und aus. Natürlich, wir haben genügend Bretter zur Verfügung. Gut. Ship of the Line. Ist das sinnvoll, sowas zu bauen? Oder bauen wir lieber einen Raider? Wir bauen nochmal einen Raider. Ich überlege auch gerade, ob wir sowas auch gleich noch bauen sollen. Mehr Schiffskapazität und derzeit haben wir wirklich alles im Überfluss. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Genau. Wir werden da ein bisschen weniger Wolle produzieren. Und dafür da zweimal Kapazität mehr. Nächste Runde haben wir noch nicht. Haben wir schon mehr Kapazität dann. Können wir schon ein bisschen mehr was bauen. Wie viele haben wir jetzt gekauft? Nein, wir nehmen nur zwei. Oder? Das sind 7, 6. Und transportieren wir wieder da eins zurück. Ja, machen wir alle drei, was soll's. Gut. Hätten wir das? Verkaufen, kaufen. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir werden die weiterkaufen. Wir werden immer nur eins jetzt kaufen von dem. Weil das verbessert unsere Beziehung zu diesen Gebieten. Vielleicht sollten wir das da auch lassen. Oder vielleicht sollten wir tatsächlich ein Eisen ein Stahl von irgendjemandem kaufen, von einer Großmacht. Das würde nämlich wahrscheinlich die Beziehung zu der Großmacht auch verbessern, wenn wir das machen. Wir brauchen es zwar nicht unbedingt, aber wir wollen ja, dass uns die alle mögen, weil wir wollen nicht angegriffen werden. So, wir haben gesagt, wir kaufen nur eins. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob wir eins oder vier kaufen, ob sie uns mehr mögen oder nicht. Das arme 7. Das war's dann wohl bald. Immerhin erobert nicht Haxako alles. Na gut. Wir haben immerhin einiges verkauft. Und immerhin noch ein Plus von 2300. Einen neuen Raider und ein Paddle Sweeper Dingbums. Okay, New Musical Instrument brings a rest. Friedrich Buschmanns New Musical Instrument, the Handeoline or Accordion, was demonstrated at State Theatre last week. At the conclusion of the three-hour concert, Mr. Bushman and three other accordion players were arrested and charged under the law prohibiting the attack on culture.
Sehr gut. Na gut. Der findet natürlich nichts, ist eh klar. So, können wir noch was kaufen? Diesen Wald können wir nicht kaufen. Können wir nicht kaufen. Können wir nichts kaufen. Schade, schade. Schade, schade. In Nizza können wir auch nichts kaufen. Und in Kessel sind uns schon Leute zuvor gekommen. Ah, aber da haben wir auch noch Wald, den wir kaufen können. Das tun wir auch glatt. Ja, du wartest, bis der da mit seinem Holzfällen fertig ist. Du machst das da. Du machst das da. Ah, falsch. So, wir gehen da her. Gut, Kapazität. Machen wir da eins mehr. Zwei mehr, so. Beide gleich. Ah, bilden wir alle aus, was soll's. Mehr Transportkapazität und den Rest lassen wir so, wie es war. Ah, Tools können wir jetzt keine mehr verkaufen. Und Waffen verkaufen wir nicht, haben wir gesagt. So. Und auf 7, 6, nehmen wir 7, nehmen wir 8 und 4. Weil wir verkaufen eh nicht jede Runde. Und machen wir noch einen Zug. Haxako will uns Stahl anbieten. We have an embassy with Haxako. Does each trade improves our relationship with them? Industry needs more steel. Except. Dann nehmen wir nur zwei. Die bieten natürlich jetzt mehr an, weil ich bei denen die Felder ausbaue. Mit Deutsch habe ich ja nicht einmal ein Abkommen rechecked. Kessel bietet uns Holz an. Dann nehmen wir aber nur eins. Holz ist teuer. Aber wir wollen, dass Kessel uns mag. Ach, Haxako ist noch einmal größer geworden. Vielleicht könnten wir aber jetzt versuchen, Haxako in unser Bündnis zu kriegen. Wow. Nicht schlecht. 4 und 8. Wow, wir haben ein Plus von 9.800 gemacht. Bist du wahnsinnig? Kartei submits to Audium. Das gefällt mir nicht, dass die das machen. So, du bist fertig. Das heißt, du kannst da weitermachen und du bist da, ja? Ja, jetzt brauchen wir wieder nichts mit, können wir wieder nichts mit dir machen, weil wir haben da drüben in diesen Gebieten tatsächlich noch nichts gefunden. Noch nichts an Mineralien gefunden. Das ist echt ärgerlich. Also, dass wir so wenig Eisen gefunden haben, ist wirklich unangenehm für unsere Wirtschaft, würde ich mal fast sagen, auf lange Sicht. Oh, wir können mehr Holz in die Hauptstadt bringen. Sehr gut. Und wir haben jetzt viel mehr Arbeiter. Das heißt, wir können viel mehr Möbel bauen. Und mehr Stoff bauen. Das bringt uns Geld. So, dann bauen wir noch mehr Transportkapazität. Nein, nur zwei aus.
Und einen bilden wir noch da aus. Und nächste Runde machen wir die letzten zwei, die da sind. Ich überlege gerade, ob man noch mehr. Das ist jetzt eine relativ flotte Sache, das. Wir können dann nämlich auch. Das können wir nachher auch wieder aufbauen. Mehr. Die nächsten Arbeiter gehen da in die Stahlmühle. Ja, und Produktion haben wir jetzt genug von dem Zeug. Ja, ist okay. Wie ist das eigentlich mit Haxako? Mögen uns die? Ja, schon irgendwie. Die sind noch nicht einmal irgendwo drinnen, wo ich auch drinnen wäre. Aber die haben ein Bündnis mit Patagon, wahrscheinlich deshalb. Komm schon. Nein. Mach eine Allianz mit mir, Haxako. Ja, ist okay. Selbst wenn wir noch einmal gegen Sim kämpfen müssen. Das ist eh wurscht. Sim ist eh tot. Aber wir werden jetzt noch einmal schauen, die ganzen kleinen Staaten, wer von denen überhaupt noch zu haben wäre, rein theoretisch. Ah, Hurschen ist schon grün mit uns. Sehr gut. Kartei ist aus. Manx hat tatsächlich nur mit mir ein Bündnis und keiner mag ihn. Aber Manx mag uns auch nicht, weil wir damals diesen das da oben erobert haben. Bram, Pont sind weg. Manx wäre tatsächlich noch zu haben, wenn ich was investieren würde. Sindel ist sowieso sinnlos. Bruhe ist auch vergeben. Tveld ist vergeben und Zaatsi ist vergeben. Nein. Wo dann? Sag mal, spinnst du? Das ist sehr ärgerlich. Was ist mit Issa? Issa wäre auch noch frei. Kessel gehört sowieso uns mehr oder weniger. Idolon und Zinlo. Idolon und Zinlo haben eigentlich auch keine. Was bieten denn die an? Was haben die denn? Vielleicht hätte ich das schon viel früher mir anschauen sollen. Ach so, deswegen, die sind da in der Arktis. Die haben einfach nichts. Die haben wirklich nichts. Die haben keine Berge. Da haben sie ein Baumwollfeld. Idolon hat genau ein Baumwollfeld und ein Unterholz. Was sie verkaufen können, okay. Und wie ist das mit Zandu? Ich nehme mal an, das ist nicht viel besser. Die haben ein bisschen Wald. Ja, also Zinlu ist ein bisschen besser situiert. Und wie ist das mit Issa? Ja, die haben jetzt auch nicht wirklich so großartige Sachen. Eigentlich gar nichts haben die da. Aber die haben Wüste, das heißt, die könnten Erdöl produzieren dann später. Und andererseits, was soll's? Na meine Güte, dann ist halt irgendwas werden die schon anbieten. Ja, wohl auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ein bisschen Holz. Aber dort kann man nichts kaufen. Und da, da könnten wir jetzt natürlich diese Felder hier kaufen. Und den Wald. Und sie haben tatsächlich einen Hügel im Land. Wow. Vielleicht haben wir die Eisenerz. Issa hat auch einen. Zwei Hügel sogar.
die Wahrscheinlichkeit noch größer. Aber ist es echt riskant? Das ist nur sinnvoll, wenn die Öl haben. Na gut, Herrschaften, das war's für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal.